Hier schauen wir uns an, wie eine Masse mit Ladung abgelenkt wird in einem Plattenkondensator, wenn dieser Plattenkondensator eine Spannung von 10.000 Volt hat. Die Styroporkugel hier wurde aufgeladen durch den Stab, der vorher gerieben wurde. Und wenn wir uns das genauer angucken in der Zeitlupe, dann ist ersichtlich, dass die Kugel in Richtung einer Platte angezogen wird. Wie diese Bewegung genau aussieht, berechnen wir im zweiten Kapitel der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus.